Servus Leute, ja, willkommen zu meinen Lesemonaten März und April. Ja, irgendwie hat mir im März die Zeit gefehlt. Da habe ich ein bisschen viel Leipziger Buchmesse-Videos hauptsächlich auch schneiden müssen. Und ja, da habe ich mir gedacht, ach, ich mache den April einfach zusammen mit dem März. Ja, das erste Buch, das ich im März gelesen habe, ist aus der sogenannten Sascha Urban Serie vom Autor Dima Zales. Ja, ich habe schon einige Bücher von Dima Zales gelesen und ja, der macht wahnsinnig coole Urban Fantasy, immer ein bisschen auch gemischt mit Science Fiction. Und ja, diese Sascha Urban Serie, es kommt schon wieder in diese, hat schon diese Mischung. Der erste Teil ist Das Mädchen, das sieht. Und ich lese euch ganz kurz mal eine ganz kleine so Beschreibung vor. Sascha Urban träumt davon, eine bekannte Illusionistin zu sein. Sie bekommt die Chance darauf, als sie einen Auftritt im Fernsehen hat. Doch es läuft alles schief. Zombies und Vampire sind plötzlich in ihrem Leben zu Hause. Sie merkt selber, dass sie wirklich eine Hellseherin ist und es mehr auf dieser Welt gibt als gedacht. Ja, diese Sascha ist eigentlich hauptberuflich sowas wie eine Aktienanalystin, also sie bewertet bestimmte Firmen für ihren Boss, ob man diese Aktien denn kaufen sollte oder eben handeln, um eben bestmöglichen Gewinn zu erzielen. Das ist eigentlich so ihr Hauptjob und der ist auch ziemlich stressig, aber sie hat ein Hobby, das sie eigentlich schon länger zum Beruf machen will. Sie ist Illusionistin, beziehungsweise auch eben, gibt sie vor, im Prinzip so eine Art hellseherische, magische Fähigkeiten zu haben. Und dann bekommt sie eben die Chance auf so einen Fernsehauftritt und bei dem geht halt wirklich alles schief, was nur schief laufen kann. Denn plötzlich ist sie Gejagte und sie stellt eigentlich fest, dass sie scheinbar wirklich die Zukunft vorhersagen kann, also hellseherische Fähigkeiten hat. Wie das Ganze so weitergeht, hat ganz schön zu kämpfen, am Leben zu bleiben erstmal. Denn ihr wird von allen Seiten irgendwie nach dem Leben getrachtet, von illegaler und in Anführungszeichen legaler Richtung. Denn sie muss feststellen, dass es eben viele Menschen, Lebewesen ihrer Art gibt, die mehr Fähigkeiten besitzen. Und das ist eben, nicht nur mehrere Arten von Lebewesen, wie jetzt hier diese Zombies und Vampire und eben Hellseher, Hexen und so weiter gibt, sondern auch mehrere Welten. Ja, das hat Dima Zales wieder richtig extra hammermäßig geschrieben. Es ist so cool und es war so fesselnd, das Buch. Das war das erste Buch, das ich im März gelesen habe. Und dann kam eben nicht bei mir an. Und zwar
Elaine Rabenherz von der lieben Jessica Burnett. Und ja, so habe ich dieses Buch eben, weil ich das sofort lesen wollte, als es veröffentlicht wurde, mir nochmal als E-Book runtergeladen und habe es halt dann als E-Book zuerst gelesen und verschlungen. Das ist, wie gesagt, ja, der zweite Teil von dieser Reihe von Elaine. Der erste Teil ist Elaine Rabenkind. Das ist dieses wunderschöne, wunderschöne Buch. Aber eben, ich habe im März den wundervollen zweiten Teil gelesen. Falls ihr den ersten sträflicherweise noch nicht gelesen habt, der hat übrigens 15 Punkte von mir bekommen bei meiner Rezi und der Teil auch. Also sogar 15 Punkte plus mit Stern, so ungefähr. Weil unheimlich toll. Das geht im Prinzip, das spielt im, glaube ich, so 5. Jahrhundert in Britannien und ja, beschreibt, erzählt vom Leben von der Elaine von Corbenic, die, ja, falls ihr diese Artus-Legende, Sage schon mal davon gehört habt, und Ritter Ivanhoe und wie gibt es da noch alles, Galahad, und wie gesagt, also die Mutter von Galahad, von diesem berühmten Gralsritter Galahad, der edelste aller Ritter, da ist die Elaine von Corbenic die Mutter von dem. Ob sie das in der Geschichte ist, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall sensationell, wundervoll geschrieben von der lieben Jessica Burnett und war schon im März eines meiner absolutesten Jahreshighlights bestimmt. Also richtig, richtig toll. Ja, und dann kam die Leipziger Buchmesse. Und ich habe so drauf hingefiebert auf das wundervolle Buch von Britta Sabak, Blackwood, Briefe an mich. Und ich lese euch, glaube mal, hier das vor. Würde man einen Brief von seinem zukünftigen Ich lesen wollen? Für Gesine ist das keine Frage. Natürlich würde sie. Denn nach dem Tod ihrer Mutter muss sie alleine zu einer Verwandten nach Irland ziehen. In dem kleinen, verschlafenen Dörfchen Blackwood hat sie niemanden, mit dem sie so richtig über ihren Kummer sprechen kann. Auch nicht über Arian, Mary, den unverschämt gut aussehenden Sohn der örtlichen Buddha-Dynastie. Noch dazu machen sie die Dorfbewohner mit Geschichten über allerlei übernatürliches Zeug verrückt. Alles Quatsch, denkt sich Gesine, bis sie in einem geheimnisvollen alten Schreibtisch einen Brief von ihrem zukünftigen Ich findet, der ihre Welt ganz schön durcheinander bringt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, die Britta Sabak ja auf der Leipziger Buchmesse kennenzulernen, und sie hat mir auch dieses wunderschöne Buch signiert. Das war auch ein absolutes Highlight. Ich habe mich so gefreut, endlich mal ein Buch, ein Genre, das von Britta Sabak, dass ich Bock drauf habe zu lesen, und es war wirklich schön, diese Geschichte, und ich hoffe, da geht es ja auch noch weiter irgendwie. Von dem her wird bestimmt cool. Also die Geschichte ist richtig, richtig schön, hat mir sehr, sehr gefallen, und bekommt von mir
14 Punkte. Also Hammer. Richtig, richtig schön, die Geschichte. Habe ich, und das muss ich, ich habe ein Buch mal wieder, ja, Rereading ist es jetzt nicht, sondern ich habe diese Bücher ja schon ein paar Mal gelesen von der lieben Cornelia Funke, und zwar Tintenherz. Ja, falls ihr das noch nicht kennt, das ist ja mittlerweile auch schon ein Klassiker in der Urban Fantasy. Lese ich euch ganz kurz mal. Ich muss euch das hier. Die Dunkelheit war blass vom Regen und der Fremde war kaum mehr als ein Schatten. Nur sein Gesicht leuchtete zu Maggie herüber. Wer ist Staubfinger, der Fremde wirklich? Und wer ist Capricorn? Zauberzunge, Antworten findet Maggie in einem alten ligurischen Bergdorf in einem Buch. Tja, falls ihr noch nicht wisst, was in Tintenherz passiert, das ist einer der absoluten Klassiker und ein unglaublich tolles Buch. In dem die Worte aus Büchern zur Wahrheit werden. Denn Maggies Vater hat die Fähigkeiten, so bildlich und so toll zu lesen, dass über das, was er da in dem Buch liest, dass das lebendig wird und tatsächlich aus den Büchern schlüpft. Und darüber geht eben die Geschichte. Und ich musste die unbedingt mal wieder, unbedingt mal wieder lesen, dachte ich mir. Und dann habe ich mir aber gedacht so, nö, warum hörst du dir die nicht einfach an? Und so habe ich die auf Audiodevil mir geholt und eben gehört. Und ich fand es sehr gut wieder, wie immer. Nur irgendwie das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Sprecher. Der Sprecher, der wirkt ab und zu mal in seiner Sprache so unglaublich überdeutschlich, wenn er versteht, wie ich meine. Also das ist so manchmal, nicht immer, aber manchmal hochdeutsch auf eine unheimlich steife und Weise, wisst ihr? Also wenn du als Sprecher musst du halt auch irgendwie die Geschichte mit Leben füllen, und der füllt zwar diese Geschichte schon mit Leben, aber das fühlt sich beim Hören irgendwie alles so kantig an. Deswegen, das ist so der einzige Kritikpunkt. Die Geschichte ist genial und ist echt Dame. Das war mein Metz. Und ich habe auch dann gleich mit Tintenblut weitergemacht. Das habe ich aber allerdings nicht ganz so intensiv mehr gehört, sondern immer so auf kurze Etappen. Bei Tintenherz, da habe ich mir Stunden richtig lange in einem Zug angehört, und Tintenblut habe ich mir mehr oder weniger in so ein, zwei Kapitel immer mal da und dort mal wieder reingehört und immer kurze Kapitel mir reingezogen. Ich will jetzt nicht spoilern, falls es geht, auf jeden Fall spannend weiter.
Man lernt viele Charaktere aus den aus dem Buch Tintenherz kennen. Also Tintenherz ist ja der erste Teil, aber hier in diesem Buch wird ja über ein Buch erzählt, das Tintenherz heißt. Versteht ihr? Und dementsprechend wird man in dem Teil über viele weitere Charakter aus diesem Buch im Buch Tintenherz kennenlernen. Das Buch, das ich so nebenher immer wieder im April mir reingezogen habe. Dann kam Das Erbe der Macht, Band 17, Seelenmosaik von Andreas Suchanek heraus. Und das musste ich natürlich auch mir gleich zu Gemüte führen und musste es sofort lesen. Das ist Teil 17 von dieser wunderbaren Reihe oder Serie Das Erbe der Macht. Und ich bin absoluter Fan davon und ich will euch aber jetzt gar nicht. Das ist, wie gesagt, das ist ja aus der Serie der Teil 17. Die erste Staffel hat 12 Teile, also die erste Serienstaffel dieser Reihe. Und jetzt sind wir eben beim insgesamten Teil 17 angelangt. Und es geht um Magie, der Kampf zwischen Gut und Böse, um Unsterbliche, um große Rätsel der Menschheitsgeschichte und es ist unheimlich spannend und schnell erzählt. Es passiert unheimlich, immer irgendwie unheimlich viel. Also dir wird es beim Lesen garantiert nicht langweilig. Im Gegensatz ist es an manchen Stellen ist diese Serie wirklich ohne Witz nervenaufreibend. Andreas Suchanek, der schreibt manchmal, ich habe das, Andreas, vielleicht erinnerst du dich, ich habe dir das auch schon mal gesagt, manchmal ein ganz klein bisschen einen Gang zurück, weil du als Leser, du hältst es manchmal gar nicht so aus. Das ist ohne Witz, das ist manchmal ist es, bin ich kurz davor, das dann wegzulegen und so, ich kann nicht mehr. So, aber das ist dann wieder, weil so spannend und du willst dann natürlich wissen, wie es weitergeht, klar. Aber das ist schon immer spannungstechnisch und vom wie bam bam bam, da kommt ein Ding aufs andere. Das ist da schon kurz vorm kritischen Schmerzpunkt, den du so spannungstechnisch überhaupt aushalten kannst. So. Dementsprechend. Aber ich bin ein Fan und ich mag diese Welt das ist so geil erzählt, so gut geschrieben, dass ich kann es ja schon kaum erwarten. Gerade habe ich jetzt den 17. Teil gelesen und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass der 18. Teil rauskommt. Von dem her, es ist, man muss zwar immer nicht so arg lang warten während der Staffel, dass es weitergeht sozusagen, aber man will, ne? Vor allem Andreas Suchanek ist so ein bisschen bekannt so als König der Cliffhanger. Die sind manchmal schon ganz schön
mies, um das mal freundlich auszudrücken, von dem her. Aber ja, nicht wirklich schlimm, aber es ist mies, weil du halt unbedingt weiterlesen willst. Ja, das nächste Buch, das ich dann im April gelesen habe, ist Schwarzseherin, der zweite Teil aus der Sascha Urban Serie von Dima Zales. So viel kann ich ja verraten. Die liebe Sascha, unsere Protagonistin, ist als Waisenkind sozusagen von ihren Eltern adoptiert worden. Ihre Eltern, ihre Adoptiveltern, haben sie gefunden, und zwar am John F. Kennedy Flughafen in New York, wo Sascha ja auch lebt und aufgewachsen ist in New York. Und deswegen weiß Sascha nicht von ihrer Vergangenheit, von ihrer leiblichen Familie. Ihre leiblichen Eltern kennt sie ja nicht. Und so versucht sie, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, woher man stammt. Und man weiß aber, man hat magische Fähigkeiten, also hellseherische Fähigkeiten, und ist Teil dieser magischen Gesellschaft so. Und offensichtlich will nicht jede, dass sie scheinbar rausfindet, woher sie stammt. Das ist dementsprechend recht spannend. Ja, das waren meine Lesemonate März und April. Ich hoffe, euch hat es gefallen, und lest mal wieder was. Ciao.